Ja, heute sind wir beim Trainingsauftrag des FC Wacker Innsbruck und aus gegebenen Anlass treffen wir da gleich zwei Leute, die heute ein bisschen im Fokus gestanden sind. Andererseits den Athletiktrainer, den neuen Athletiktrainer, den Marco Wegscheider und andererseits den Matthias Vollbichler, der schon ein bisschen länger da ist, Co-Trainer und ja, Videoanalyst vor allem. Ja, genau. Aber heute sehr hilfreich tätig gewesen ist. Marco, fangen wir mit dir an. Ja, du bist nigelnagelneu beim FC Wacker Innsbruck sozusagen. Was ist denn der erste Eindruck? Ja, es ist für mich eine neue Welt. FC Wacker Innsbruck, eigentlich der Verein, wenn es ums Fußball geht, in Tirol. Bin gerade dabei, den ganzen Verein und auch die Mannschaft kennenzulernen und mir auch ein Bild davon zu machen. Jetzt in der fünften Liga ist natürlich nicht mehr im Profibereich, aber trotzdem versucht man so gut wie möglich, so professionell wie möglich zu arbeiten, oder? Ja, ich denke, also da das Ambiente, die Infrastruktur, die Tivoli Stadion hat schon ein bisschen was zu bieten und es sind eigentlich alle im Verein bemüht, das so professionell wie möglich zu machen und auch zu lösen. Stichwort Professionalität, natürlich auch Videoanalyst gehört in Zeiten wie diesen ja auch dazu. Ja, Matthias, erzähl mal, wie ist denn dein Weg zum FC Wacker Innsbruck gekommen? Du bist ja schon länger dabei. Ja, ich darf seit Juni dabei sein, im Team von Sebastian. Kurz zur Geschichte, ich bin von Brixegg daher gekommen. Sebastian hat mich dazu gebracht, dafür bin ich ihm sehr dankbar. Ich darf jetzt die Mannschaft eben die ganze Zeit betreuen, macht er eben die Videoanalyse. Kurz, was macht man da so eigentlich bei der Videoanalyse? Ja, ich schaue mir vor allem die Gegner an, schaue mir die Spielsituationen, Standards etc. an und dann analysiere den Gegner, damit wir am besten vorbereitet sind aufs Wochenende. Und dann auch noch die zweite Hauptaufgabe sind eben diese Daten zu sammeln, was wir heute auch gemacht haben, heute beim Trainingsauftakt, mit unseren klassischen Testungen. Da haben wir schon so ein Rad eingebaut, also wir machen auch die Sprint-Testungen, Agility-Testungen und Ausdauertestungen. Und da versuchen wir einfach Daten zu sammeln, damit wir einfach in der Entwicklung eben mit dem Ziel, wieder in die Bundesliga zu kommen, weiterarbeiten können. Marco, der Matthias hat ein bisschen was schon vorweggenommen, aber erzähl mal, worum geht es eigentlich bei diesen Testungen und wieso und warum macht man das überhaupt? Also, wir versuchen da mit diesen Tests spezifische Belastungsprofil vom Fußballer zu evaluieren, zu schauen, in welchem konditionellen, körperlichen Zustand sich die Spieler befinden, um das einerseits vergleichen zu können und um andererseits auch entsprechendes Training an das Ganze anpassen zu können. Matthias, was hat man da genau gemacht? Wie haben die Tests ausgeschaut? Ja, wir haben mal angefangen mit Sprinttestungen, damit wir schauen, wie die Spieler, was für Geschwindigkeit sie haben, damit wir sehen, ob wir da noch Verbesserungspotenzial haben. Das haben wir auf jeden Fall. Und dann vor allem ganz wichtig die Ausdauertestungen, wie sie nach dem Winter zurückkommen, damit wir schauen, in was für Bereiche wir arbeiten müssen, damit wir die Trainingssteuerung dann dementsprechend anpassen können, dass eben die Entwicklung, die eben jetzt im Vordergrund steht, am besten möglich machen können. Das Laufen war das eine, aber man hat da noch andere ganz interessante Sachen gesehen. Weitspringen zum Beispiel. So ist es. Also alles, was im Fußball notwendig ist, körperlich zu leisten, das probieren wir da anhand von Tests abzudecken. Und ja, da kommt noch ein bisschen was dazu. Morgen folgt das zweite Tag und dann hoffen wir, dass wir über die ganze Mannschaft relativ viel über den konditionellen Zustand sagen können. Das ist natürlich auch wichtig für die Trainingssteuerung, oder? So ist es. Und du als Athletiktrainer, geh mal davon aus, dass du in Zukunft auch gerade in diesem Bereich die noch mehr einbringst, oder? Ich probiere da meinen Teil im Trainerteam auszufüllen, um das Ganze so gut wie möglich ergänzen zu können. Jetzt ist das ein Thema, das bei den Laien noch nicht so vertieft ist. Natürlich, unsere Zuschauer und Zuschauerinnen kennen natürlich den Kader aus dem FF, sehen oder haben schon hunderte, wenn nicht tausende Spiele gesehen vom FC Wacker Innsbruck. Aber Stichwort Trainingssteuerung, worum geht es da genau? Ja, Trainingssteuerung heißt, dass man aufgrund vom körperlichen Zustand, aktuellen Zustand des Spielers versucht anzusetzen, um dann einen Weg dahin zu legen,
dass er möglichst fit und möglichst belastungsresistent für das, was ihm im Fußball erwartet sein wird. Und dafür reichen die Testungen oder ist das nur der Basiswert? Es ist schon mal ein gutes Mittel, ein gängiges Mittel in der Sportwissenschaft, um sich da einen Überblick schaffen zu können. Ja, Matthias, du hast schon einmal ganz kurz erklärt, worum es in der Videoanalyse geht. Du bist auch bei der Datenverarbeitung dabei. Jetzt möchte man natürlich unbedingt wissen, nicht die einzelnen Daten natürlich, aber in welcher Hinsicht werden die Daten verarbeitet? Ja, wir schauen uns einfach einmal den ganzen Mannschaftsdurchschnitt an. Wir kategorieren sie dann eben in die Positionen, weil auf jeder Position braucht man natürlich andere Anforderungen. Und da bin ich eben dran, dann eben diese Werte auszuwerten, eben das in Tabellen und Ergebnisse dann aufzuschreiben, zu zeigen, damit wir dann eben, wie gesagt, dann eben mit dem Marco zusammen diese Trainingssteuerung, diese Belastung an die Spieler anpassen können, was sie individuell dann brauchen. Als Videoanalyst hast du gesagt, du schaust da vor allem die Gegner an. Passiert es auch, dass ja... Aber auch uns, wir schauen uns selber an, damit wir in der Entwicklung weiterarbeiten können, das ist ganz, ganz wichtig. Passiert es auch, dass man das ein oder andere Training sich auf Video anschaut? Auf jeden Fall, ja. Ist ganz wichtig auch, dass man mal nicht nur die Spiele filmt, dass man auch mal im Training sich das anschaut. Und vor allem eben das Wichtigste, eben wie der Chef gesagt hat, die Entwicklung ist also A und O, was jetzt im Vordergrund steht. Und da arbeiten wir eben mit Marco, mit diesen Testungen und auch mit der Videoanalyse ganz, ganz hart dran, damit man vor allem das Ziel, jetzt einmal Meister zu werden, erreichen können. Ja, das hoffen wir alle, dass das gelingt. Ich bedanke mich sehr für eure Zeit und fürs Interview. Vielen, vielen Dank dafür und euch und uns allen sozusagen viel Erfolg. Dankeschön, ebenfalls. Danke.